Das ist das neue Video von Simplissimissi. Die ekelhafte Werbung von Elias N97. Okay, er hat ein komplettes Video über Elias gemacht. Größter Twitch-Streamer in Deutschland momentan, immer noch, glaube ich, oder? Und auch Macher von Vita-Welt. Ah, nee. Warte, ist das von ihm überhaupt? Nee, ich laber, oder? Das ist von zwei anderen. Oder ist es von Vita-Welt auch? Doch? Okay. Naja, okay. Schau mal rein, für was Ekliges hat er denn geworben? Heute geht es um die App Spitch. Spitch ist ein Live-Fußball-Manager. Man stellt in der App zu jedem Spieltag ein Team auf und je besser die Spieler im echten Leben performen, desto mehr Gamba gibt es. Gamba! Es geht augenscheinlich um kluge Strategien und die Auswertung harter Fakten. Jürgen Klopp ist das Gesicht der App. Sie ist offiziell lizenziert von der Bundesliga. Ist der bekloppt? Liga. Elias, einer der größten Fußball-FIFA-Influencer Deutschlands, ist die tragende Werbefigur. Spitch, einer meiner längsten Partner. Spitch ist der prominenteste deutsche Ableger einer Industrie, die in den USA bereits riesig ist. Daily Fantasy Sports sind ein Milliardengeschäft. Fantasy Football. Play with promo code Touchback. Fantasy Football. DraftKings Rainmakers Fantasy Team. Diese Angebote werden jetzt zunehmend auch hierzulande beliebt. Und das ist ziemlich beunruhigend, denn bei Spitch und Co. geht es vor allem um echtes Geld. Fast jeden Tag locken Gewinne. Man kann Einsätze verdoppeln, bei anderen Modi mit 10 Euro bis zu 10.000 Euro. Ja, ich liebe Zocken! Ist das eigentlich Glücksspiel? Macht das süchtig? Ist das gefährlich? Ja, das macht süchtig! Der Firmensitz von Spitch in Malta. Warum betont man so sehr, dass es... Firmensitz in Malta. Also, auch Steueroase da wieder. Skills geht. Es sind Spielfelder und keine Spieltische. Kann hier wirklich jeder gewinnen, wenn man sich nur anstrengt? Oder verlieren am Ende doch die allermeisten? Sind Daily Fantasy Sports letztlich vielleicht nur ein neuer Weg, die großen Problemspielwale zu angeln und auszuschlachten? Spitch, der Live-Fußballmanager. Spitch exposed. Okay, krass. Viele Betreiber von Online-Glücksspiel haben für den deutschen und österreichischen Markt keine gültigen Lizenzen. Verluste aus solchen Glücksspielangeboten im Netz können deshalb gerichtlich zurückgefordert werden. Und das bis zu 10 Jahre rückwirkend. Nee, klar. Ein Verfahren ja, danke, so eine Rückforderung vielen, vielen Dank ist allerdings häufig sehr teuer und der Ausgang ist nicht 100% gewiss. Vor allem, wenn die Betreiber im Ausland sitzen, können Urteile nicht immer vollstreckt werden. Hier kommt Padronus ins Spiel. Padronus übernimmt die Kosten für solche Verfahren und geht nur im Erfolgsfall mit einer Provision seit einigen Jahren. Seit April 2020 hat das Unternehmen eine Gaming-Service-License der Malta Gaming Authority. Das ist alles etwas weird, weil die meisten Jobausschreibungen den Ort Dortmund-Phoenixsee angeben. Da gibt's eine hippe Startup-Szene. Aber schieben wir das ganze Malta-Ding erstmal zur Seite und schauen uns die App selbst genauer an. Spitch ist ab 18. Im App Store hat die App über 7500 Bewertungen. Sie scheint also relativ beliebt zu sein. Um den Saisonmodus geht es hier nicht. Das ist normales Fantasy-Sports über eine ganze Saison. Es geht um die Modi klassisch und Pair-Up. Das Prinzip ist recht simpel. Du kannst... Erstmal, Chat, hat das jemand von euch... Irgendjemand von euch diese App oder schon Erfahrung davon gesammelt? Ist da irgendjemand, der die benutzt? Ich, einer. Ich habe auch noch nie davon gehört. Zwei Leute bisher. Also sehr, sehr wenig in meiner Community. Aber wenn du jetzt wahrscheinlich bei Eli Geller fragst, wahrscheinlich mehr als die Hälfte. Bundesliga-Spieltagen, aber auch bei der Premier League, der Champions League oder zur Euro League Teams aufstellen. Dazu gibt dir die App einen Haufen Statistiken zur Performance von einzelnen Spielern, wer gegen wen spielt, etc. etc. Jeder Teilnehmer hat das gleiche virtuelle Budget für seine Aufstellung. Je nach Leistung der eigenen Spieler sammelt man Punkte. Dazu zählen natürlich Tore, aber auch... Ey, mal abseits von dem Thema gerade... Von dem Thema gerade... Habt ihr mitbekommen, also ich, wie gesagt, ich verfolge die WM halt nichts, aber im Internet bekomme halt trotzdem mit diese ganzen Blue Lock Memes, Digga, dass legit Japan einfach Deutschland gefickt hat, Digga. WTF und alle so, sie wollen Blue Lock! Sie haben sogar die Trikots mitdesignt bekommen von dem Mangaka von Blue Lock. Die leben Blue Lock. Legit, Blue Lock is real. Jetzt ist es kein Cap. Und es gehen sogar Gerüchte rum, dass vor dem Abend, bevor des Spiels, der Trainer mit dem japanischen Team den One Piece Red Film geguckt hat, um sie zu motivieren. Das ist einfach ein anderes Land. Ein anderes Land.
und eine Zweikämpfe zum Beispiel. Wer am Ende eines Spieltages mit seinem Team die meisten Punkte sammelt, gewinnt. Man kann tatsächlich gratis mitspielen. Da gewinnt der erste 500 Euro, der dritte okay. noch 100 Euro. Ab dem 11. Platz sind es Hockey, jeweils das bin ich, 18 Elfter. Für die besten 70% der Spieler. Etwaige Gewinne kriegst du aber nicht ausgezahlt, sondern sie landen als geblocktes Guthaben in deinem Account. Vor der Auszahlung muss der Gewinn einmal umgesetzt werden. Das heißt, man muss seine Gewinne nochmal an anderen Spieltagen setzen und wieder gewinnen, bevor man was ausgezahlt kriegt. Früher oder später spielt man bei der App also fast schon zwangsläufig um echtes Geld. Darauf legt Spitch es wahrscheinlich an. Bei Werbungen für die App erhält man als neuer Nutzer auch direkt 5 Euro Startguthaben. Pock. Es gibt Spieltische, Felder mit hohen Gewinnzonen. Dort kann man mit recht hoher Wahrscheinlichkeit Geld gewinnen. Mit ein paar Euro Einsatz kann man doppelt oder nichts spielen. Man kann aber auch direkt 10 oder 30 Euro setzen. Dort locken deutlich höhere Gewinne. Dafür verlieren auch deutlich mehr Leute. Zuletzt gibt es noch den Pair-Up-Modus, wobei 10 Euro... Okay, das ist ja jetzt schon Glücksspiel. 100%, Bro. 100%. Euro Einsatz bis zu 10.000 Euro Gewinn locken. Natürlich kann man bei jedem Spielfeld gleich mehrmals teilnehmen. Und bei Pair-Up sogar unbegrenzt häufig. Okay, das heißt, jemand, der eine exzessive Spielsucht hat und auch ganz viel Geld dafür reinsteckt, der kann sich da richtig ausleben. Man kann also richtig... Und den anderen Druck machen. ...richtig viel Geld in die App pumpen. Dabei unterstützt Spitch auch aktiv. Wer viel umsetzt, mit Umsetzen ist hier Geld reinbuttern gemeint, kann Bonusguthaben freischalten. Wenn ich zum Beispiel auf meine 1.000 Euro Einzahlung nochmal stolze 1.000 Euro Bonusspielgeld haben will, Lukas, muss ich danke. In 2 Monaten nur 7.000 Euro umsetzen. Ach so! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das wirkt auf uns auf den ersten Blick schon wie Glücksspiel. Du setzt Geld auf ein Ereignis in der Zukunft und verlierst das Geld dann meistens. Aber jetzt wird es kompliziert. Denn genau hier schreiten Daily Fantasy Sports Anbieter laut ein und sagen, aber hallo, bei Tom, Glücksspiel ist danke für fast 2 Jahre, Kuss, vielen, vielen Dank. Also man keine Kontrolle darüber hat. Und bei DFS geht es ja aber um Skill. Das betont auch Spitch ganz deutlich. Ach so. Spitch ist ein Geschicklichkeitsspiel. Bei allen Fußballsportwetten hat es nichts mit Wissen oder Geschick zu tun. Du bist am Ende des Tages trotzdem in dem gleichen System gefangen, was ein Glücksspielautomat hat. Mit euren Fußballkenntnissen und etwas Geschick. Auch Elias betont das immer wieder. Könnt auch gut Kohle verdienen, wenn man es drauf hat. Wenn ihr es richtig macht. Und das sind auch keine Wetten oder Bets oder so, sondern es ist einfach die Teilnahme eines Users, Freunde, weil da wird auch Skill gefragt. Ich verstehe irgendwie nicht. Ich bin ganz ehrlich, warum keinem großen Streamer seine unfassbar große Verantwortung und Vorbildsfunktion bewusst ist. Ich kann es wirklich nicht begreifen. Wenn ich ein Mensch bin, dem täglich oder was auch immer in jedem Stream fast 100.000 Leute, 50.000 Leute zugucken, ein volles Fußballstadion, mehr als das, dann bin ich mir doch meinen Worten und meiner Werbung so sehr bewusst, dass ich mir denke, ich möchte hier keine Negativität erzeugen oder negativen Einfluss auf die jüngere Gesellschaft haben, die vielleicht sogar nicht volljährig ist. Und das verstehe ich nicht, Digga. Und es ist irgendwie bei allen großen Streamern so. Also, bis da mal wirklich sich jemand ausspricht. Ich finde es zum Beispiel sehr nice, dass Trimax sich gegen die WM ausgesprochen hat, etc. Aber dass da mal jemand wirklich auf sein Geld oder auf die Verträge scheißt, um sich nichts kaputt zu machen, das bedeutet halt extrem viel Mut. So, ne? Du verzichtest halt auf Geld, aber dafür auf Moral. So. Du bist ein moralisch attraktiver und wichtigerer Mensch. Und deswegen verstehe ich nicht, warum das den Leuten nicht wichtig genug ist teilweise, Digga. Real Talk. Ich versuche mir wirklich immer genau zu überlegen, was ich euch sage. Und manchmal ist es auch nicht immer alles korrekt. Manchmal stehe ich auch im Nachhinein nicht mehr zu den Sachen, die ich mal gesagt oder beworben habe. Das kann sich ganz normal ändern. Aber bei Sport, also bei Wetten, ja, oder was auch immer, es gibt für mich halt so bestimmte No-Gos, da fällt es mir doch von vornherein einfach auf, dass das nicht vorteilhaftig ist zu bewerben. Gut, wenn du dann eine Anfrage bekommst und sagen, ey, guck mal, wir wollen einfach nochmal, dass du einen Shoutout dafür machst oder eine Story und du bekommst 2 Millionen für, dann überlegen sich das halt Leute, ne? Aber ich denke mir auch da wieder, es hat alles einen Haken. Spielfelder und keine Spieltische und es ist einfach ein Geschicklichkeitsspiel, Freunde, mit Social Media Wissen, so mäßig wie du, ist voll geil.
Doch die größten Verfechter dieser Argumentation sind DraftKings und FanDuel. Das sind die Big Daddies der Daily Fantasy Sports Industrie in den USA. Guck mal, Chat, kleines Beispiel, ja, kleines Beispiel. Ich will euch echt ein kleines Beispiel nennen. Ich habe legit über 500 Spielstunden in einem Handygame, okay? In einem Handygame, ich muss jetzt auch nicht den Namen nennen, es ist nicht Raid Shadow Legends, aber ich habe über 500 Spielstunden im Handygame. Und das habe ich damals so viel gesuchtet. Buck kann das bezeugen. Buck weiß ganz genau, welches das ist. Und ich habe das so viel gezockt privat. Ich habe euch da auch nie von so viel erzählt. Aber ich habe das den ganzen Tag offline gezockt. Und ich habe eine Placement-Anfrage von dem bekommen. Und selbst da habe ich gezögert und es nicht gemacht. Weil ich... Ja, ich hätte sogar auf das Geld geschissen, was ich da bekommen hätte. Ich hätte Ingame-Sachen bekommen, wo ich mich so in dieser Sucht, in der ich war, von dieses Spiel zu zocken, hätte ich mich so darüber gefreut, über diese Inhalte, aber ich habe es trotzdem nicht gemacht, obwohl es etwas ist, was ich persönlich extrem feier. Ich habe mir aber gedacht, Digga, vielleicht ist es nicht sinnvoll. So, und ja, ich weiß immer noch nicht, ob es eine gute oder schlechte Entscheidung war, aber ich habe es einfach nicht gemacht. So, es war auf jeden Fall ein Game, was ich sehr gesuchtet habe. Dort gab es vor wenigen Jahren eine riesige Debatte rund um DFS und Glücksspiel. Siehe dieses herrliche Video von John Oliver zum Thema. Daily Fantasy Sports. The most addictive thing you can do on your phone, other than perhaps cocaine. DraftKings und FanDuel haben damals gesagt, guck mal, es gibt Studien, dass es bei DFS auf Geschicklichkeit ankommt. Man kann sich als Spieler verbessern. Ergo, es ist kein Glücksspiel. Und die Unternehmen haben zum Teil recht. Man kann durch Analysen einen Vorteil erlangen. Man kann sich reinfuchsen und kluge Entscheidungen treffen. Bei DFS geht es auf jeden Fall teilweise um Skills. Auch Spitch hat uns gegenüber in einer Stellungnahme erklärt, dass ein extern erstelltes mathematisches Gutachten zeige, dass der Anteil von Geschick bei Spitch deutlich höher sei als der Glücksfaktor. Oha, okay. Alles klar, Video zu Ende. Alles klar. Scherz, das ist eben nur die halbe Wahrheit. Natürlich gibt es Glücksspieler en masse, wo Geschicklichkeit eine Rolle spielt. Ja, trotzdem ist da eben ein ganz großer... Möglichkeit eine Rolle spielt. Ja, trotzdem ist da eben ein großer Aspekt davon vorhanden, dass eben ja das for the Bruins, for the Bruins auch mitentscheidend ist. Das ist Dr. Kai Müller. Er ist Diplompsychologe und Experte für Computer- und Glücksspielsucht. Laut ihm... Sankofa, danke schön für 5 Monate. Vielen Dank. Ganz eindeutig Glücksspielelemente stützen diese Einschätzung. Schauen wir uns mal diese Graphen an. Sie stammen aus einer Studie der Beratungsgesellschaft McKinsey aus dem Jahr 2015. Sie zeigen, wer bei Daily Fantasy Baseball in den USA in einem Vierteljahr gewinnt und wer verliert. Die Zahlen basieren auf Schätzungen und öffentlichen Datensätzen. 1,3% der Spieler haben hier 40% der Einsätze gezahlt. 11 von ihnen haben im Schnitt $2 Millionen reingesteckt und $135.000 Profit gemacht. Der große Rest, der 1,3%, haben knapp über $9.000 reingesteckt und $2.400 Profit gemacht. Diese Spieler sind die Haie. Sie wissen, was sie tun und spielen um richtig viel Geld. Es gibt, by the way, auch einen Hai-Teufel. Egal. Dann gibt es noch die Wale. Das sind 5% der Spieler, die 36% der Einsätze ausmachen und im Schnitt auf $3.600 reingestecktes Geld $1.100 minus machen. Alter! Diese Spieler verlieren im großen Stil Geld. Pro Jahr. Das Gegenteil von Jidochat, Smallychat. Ja, hochgerechnet über $4.000. Rund 80% der übrigen Spieler machen zusammen nur 8% der Einsätze aus. Im Schnitt haben sie $25 verloren auf $49 reingestecktes Geld. Das sind die kleinen Fische. 13,7% der Spieler haben grob so viel rausgeholt, wie sie reingebuttert haben. Was bedeutet das alles? Zunächst zu den Haien. I play probably 450 and 500 different games a day. Der Typ in dieser Doku hat eigentlich einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaft. Er hier baut riesige Modelle. What the fuck? Gohan, danke für 3 Monate. Vielen Dank so dir. So die optimalen Teams pro Spieltag. Das sind die Leute, die in den Staaten bei DFS das große Geld holen. Leute, die sich intensiver damit auseinandersetzen, die haben natürlich mehr Know-how. Haben dadurch natürlich auch einen gewissen Wissensvorsprung. Dennoch betont Dr. Müller, dass auch bei diesen Spielern Glück weiterhin eine wichtige Rolle spielt. So oder so, gegen diese Leute ist man als kleiner Fisch im Wettbewerb und hat praktisch keine Chance. Gerade beim durchschnittlichen Nutzer spielt Glück laut Dr. Müller außerdem eine deutlich größere Rolle als bei den ganz wenigen Profispielern. Einfach weil man nicht so tief drin steckt.
Letztlich ist es etwas wie ein Basketballspiel, bei dem jedes Mal LeBron James am Start ist. Dann ist deine einzige Hoffnung wahrscheinlich doch wieder nur ein wilder Verzweiflungswurf von der Mittellinie. Spitch schreibt uns gegenüber, geht ein User bei Spitch mit gutem Fußballwissen gegen einen User mit durchschnittlichem Fußballwissen, wird der User mit dem guten Wissen dauerhaft deutlich gegen den User mit dem durchschnittlichen Wissen gewinnen. Uns liegen in Bezug auf Spitch nicht direkt Daten zu einer Spielerdistribution wie in der Studie vor. In Bezug Schon mal Props auf jeden Fall an Simplicissimus. Das ist sehr, sehr tief in dem Thema drin. Die haben schon echt genaue Tabellen hier. Welche Haie geht Spitch nicht auf mögliche Einzelspieler, die besonders viel gewinnen, ein und verweist nur auf allgemeine Gewinnchancen. Man kann aber davon ausgehen, dass es auch bei Spitch dominierende Top-Spieler gibt. Dazu kommen Plattformen wie 11 Heroes, auf denen man sich teils in einem Bezahlabo Tipps und Strategien holen kann für Spitch. Boah, Mann. Keine Ahnung, aber mach doch einfach dein Geld mit deiner Leidenschaft oder mit deiner Arbeit oder mit deinem Talent, aber doch nicht, ich verstehe das nicht. Wieso will man dadurch Geld bekommen? Das ergibt doch keinen Sinn. Ein Mix aus echten Fußballereignissen, seinem... Da underratet man sich einfach selbst mit, so. Das hat doch niemand nötig, wirklich. Fußball-Sachverstand und den richtigen statistischen Schlussfolgerungen kann man schnell zu den besten Usern gehören und echtes Geld gewinnen. Tja, ob das so wirklich stimmt... Dann ist da noch ein anderer Aspekt der McKinsey-Studie. Die Wale. Die sind laut McKinsey essentiell für die DFS-Unternehmen. Sie sind ein kleiner Teil der Spieler, stecken aber unfassbar viel Geld rein und verlieren. Kennt man ja auch so ähnlich von Mobile Games. Trotzdem scheint irgendwas diese Wale bei der Stange zu halten. Klar, vielleicht haben sie das Geld einfach über. Vielleicht gibt es aber auch ganz andere Gründe. Also ein Großteil, das zeigen auch Forschungsergebnisse, das sind tatsächlich dann diejenigen mit einer zumindest problematischen oder sogar schon derartigen Nutzung. Laut Dr. Müller sind Daily Fantasy Sports aus wissenschaftlicher Perspektive letztlich eine Hybridform aus Video und Glücksspiel, was sie für solche Spieler leider besonders gefährlich macht. Sobald solche Glücksspielkomponenten mit einem Computerspiel verquickt sind, dass sich dadurch leider Gottes das Suchtpotenzial tatsächlich noch drastisch erhöht. Ja. Man hat also ein Spiel, einen Fußballmanager, der eh schon mega Spaß macht und spannend ist, und dann kommt plötzlich echtes Geld hinzu. Dadurch fiebern Nutzer dem Spielausgang laut Dr. Müller dann deutlich krasser hinterher, als wenn das Ganze ohne Einsatz und Wetten ablaufen würde. Da zieht sich sozusagen die Schraube nochmal enger zusammen und hält einen auf einer psychologischen Ebene nochmal wesentlich mehr in diesem Gesamtgeschehen gefangen. Laut Spitch gäbe es keinen kleinen Prozentsatz von Spielern, die Geld verlieren, aber einen großen Teil ihres Umsatzes ausmachen. Das können wir nicht weiter überprüfen. Spitch betont mit Blick auf ihr Geschäftsmodell auch, dass sie nicht direkt Geld durch den Verlust von Usern verdienen. Die Plattform finanziere sich über eine Gebühr pro Teilnahme. Stimmt, aber diese Gebühr ist prozentual. Für Spitch ist es also dennoch 15%. Eindeutig lukrativ, wenn User viel und häufig sind. Spitch betont auch, dass man etwaige Gewinne zeitversetzt erhalte und nicht direkt. Das sei ein deutlicher Unterschied zu typischem Glücksspiel. Allerdings gibt es natürlich zahlreiche klare... Einfach nur Grauzone, Digga. Ist so hart, wie versuchst du denn immer sowas zu rechtfertigen? Als Glücksspiel. Einfach aufhören, dass Leute irgendwie in Sucht... Also wirklich, die Verantwortung, die so ein Unternehmen hat und dann auch noch die Influencer, das ist unfassbar. Das kann man eigentlich nicht rechtfertigen. Wie zum Beispiel Wetten. Eine Sucht nach Daily Fantasy Sports kann Leben zerstören. Die New York Times hat zum Beispiel vor einigen Jahren ein spannendes Porträt eines solchen Süchtigen veröffentlicht. Bei Spitch geht es um viel weniger Geld als in den USA. Aber man kann auch... Ich habe tatsächlich mit Glücksspielen noch nie wirklich viel Erfahrung gemacht, außer man nennt jetzt das, was ich... guck mal. Wenn es so geht... Bei Genshin Impact zum Beispiel, da haben wir ja... uns viel in diesem Gacha-System so, ja? Valorant kann man nicht so gut vergleichen. Aber zum Beispiel bei Overwatch Lootboxen oder sowas, wisst ihr? Das sind so Sachen. Ich war tatsächlich in meinem Leben bestimmt 10-mal, würde ich sagen, wenn es hochkommt, in der Spielo. Und ich habe jedes Mal gewonnen. Bin wieder rausgegangen, hab gedacht, okay, ich werde da nie wieder reingehen. Und dann hat sich's irgendwann nochmal ergeben. Aber so in 26 Jahren, 10-mal war ich drin, vielleicht in den letzten 8 Jahren. Das war's. Und ansonsten
Eigentlich nichts. Also wirklich nur irgendwelche Games, wo man irgendwas reinstecken kann. Da gebe ich aber auch ultra gerne Geld für aus, weil ich irgendwie den Sinn dahinter auch mehr erkenne. Ich unterstütze das Spiel, ich habe Content, ich habe Bock auf diese Skins und die Charaktere. Also mir gibt das ultra viel Dopamin. Also das ist so an der Grenze, würde ich sagen. Aber über das hinaus würde ich nicht gehen. Definitiv 4- oder sogar 5-stellige Beträge verbrennen. Spitch und Elias pochen andauernd auf Skill. Darauf, wie sehr man es als Spieler in der Hand habe, in der App Geld zu gewinnen. Könnt auch gut Kohle verdienen, wenn man es drauf hat. Geld. Hab ich ja gesagt, hätte das. Wenn ihr es richtig macht. Etwas geschickt. Das sind auch keine Wetten oder Bets. Einmal, wir haben es einmal im Subchat, haben wir es gemacht, Chat. Mit, keine Ahnung, Fuffi oder so. Auch ein Fußballkenntnis. Das ist einfach ein Geschicklichkeitsspiel, Freunde. Wir haben 9 Stärke und 14 Geschicklichkeit. Genau das verstärke laut Dr. Müller die sogenannte Illusion der Kontrolle beim Spieler. Je stärker so ein subjektives Gefühl der Kontrollierbarkeit des Spielausgangs ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass eben die Leute über das Spielverhalten die Kontrolle verlieren und dann eben ein Suchtverhalten generieren. Wir haben Spitch mit dieser Einschätzung konfrontiert. Das Unternehmen entgegnet: Wir finden es fair, dem User zu sagen, dass er unser Spiel hauptsächlich mit Fachwissen gewinnen kann und nicht darauf hoffen sollte, mit Glück. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn Simplicissimus dich kontaktiert mit einer E-Mail, kriegst du da als Unternehmen nicht ultra das Eierflattern? Legit, ich würde mir direkt in die Hose scheißen. Wenn jetzt Simplicissimus mich mit so einer Frage konfrontieren würde, Digga, ich würde meine Existenz im Internet löschen sofort. Da so Angst haben, dass er ein Video gegen mich macht. Gewinnen zu können. Für die User, die Glücksspiel suchen, dann weißt du echt, du hast verkackt. Spiel. Dennoch, für Menschen, die vielleicht in einer persönlichen Krise stecken und oder bestimmte genetische Veranlagungen haben, können solche Angebote laut Dr. Müller einfach gefährlich sein. Dazu kommt noch ein wichtiger Punkt. Männliches Geschlecht und jüngeres Lebensalter ist gleich deutliche Erhöhung des Risikos für so eine Verhaltenssucht. Junge Männer also. Was glaubt ihr? Wer schaut Elias Content? Ja, ich glaube, das sind... ich würde mal... kleine Mädchen. Nee, das sind wahrscheinlich, würde ich sagen, 90%... 90% Jungs, oder? So. Davon sind nochmal 80% Fußballfans, mindestens. Vielleicht sogar auch 90. Also es geht total in die Fußball- und männliche Schiene. Seine Zuschauer kriegen ja, wie anfangs erwähnt, gerne mal 5 Euro Startguthaben gratis bei Spitch. Laut Dr. Müller erhöht das die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass man im Anschluss weiter echtes Geld setzt. Um das klarzustellen, ähnlich wie bei anderen Verhaltenssüchten werden die meisten Spieler bei Daily Fantasy Sports Angeboten laut Dr. Müller nicht abhängig. Es macht Spaß, man setzt ein paar Euro, das gehe schon fit. Aber die potenziellen Problemspieler muss man schützen. In Deutschland ist Glücksspiel recht streng reguliert. Seit Juli letzten Jahres gibt es einen neuen Glücksspiel-Staatsvertrag. Darin wurden beispielsweise gesetzliche Einzahlungslimits von 1.000 Euro pro Monat bei Online-Casinos festgelegt. Dazu kommt ein anbieterübergreifender Selbstausschluss namens Oasis. Dann kommt man als Spieler in eine Datenbank und kann nicht mehr zocken. Digga, die haben auch bei Valorant jetzt blockiert, Digga. Du darfst nicht mehr als 10.000 Euro auf einem Account ausgeben für Skins. Ich muss echt aufpassen, Alter. Online-Casinos müssen außerdem eine Software einsetzen, die frühzeitig erkennen kann, welche Spieler süchtig werden könnten oder es bereits sind. Aktive Sportler und Funktionäre dürfen nicht mehr für Sportwetten werben. Es gibt viel Kritik, dass selbst das diese Regulierung traurig, eigentlich oder? Ungenügend sei. Hier aus einer Art des... Nein, ich bin erst bei... Erst! Wenn du selbst mit erst anfängst, es kann schon kein erst sein. Das ist schon längst über der Grenze. Bro, ich bin bei... Na gut, gucken wir mal. Hab da 1-2 Mal Skinpacks gekauft... Scheiße! Scheiße! War's doch ein bisschen mehr, oder wie? Ja, aber Chat, das ist schon echt lang her, dass ich da was eingezahlt habe. Naja, wirklich. Also das auch vorbei. Die Zeiten sind auch vorbei, Chat. Die Zeiten sind vorbei. Okay, weiter geht's. Also wir müssen zum Beispiel mal das 1.000 Euro Einsatzlimit, Einzahlungslimit anschauen. Viele Menschen, also nach dem neuen Glücksspielsurvey 2021,
geben. Da stand auch oben, Chat, 2020 war das letzte Mal. Alles gut. So viel Geld aus, 2020 habe ich das letzte Mal was eingezahlt. Das ist höher als das, alles was easy. Die Menschen eigentlich ausgeben. Und trotzdem haben die schon massive Probleme, weil sie gar kein so hohes Einkommen zum Beispiel haben. Spitch hat kein festes Einzahlungslimit. Aber man betont, dass man immerhin nur 1.000 Euro einzahlen kann. Also je Zahlungsvorgang. Aber diese Regeln gelten ja ohnehin natürlich auch nur für Angebote, die klar als Glücksspiel sind. Das erste war das letzte Mal. Ich habe einmal 3.000 Euro gehabt. Ob der Gewinn am Ende mehr von Geschicklichkeit oder vom Zufall abhängt. Spitch stellt hier klar, der deutschen Aufsichtsbehörde liegen sowohl ein mathematisches Gutachten als auch verschiedene Rechtsgutachten vor. Spitch ist nach rechtlicher Definition in Deutschland weder ein Glücksspiel noch eine Sportwette und fällt daher nicht unter den Glücksspielstaatsvertrag. Das sehen nicht alle so. Rechtsanwalt Christian Solmecke betont, dass die rechtliche Lage in Deutschland für neuartige Angebote wie Daily Fantasy Sports leider noch unklar sei. Eine potenzielle Einstufung als Glücksspiel liege laut ihm allerdings nahe. Der Grenzbereich, der dürfte aber den Anbietern bewusst sein und nicht umsonst haben die sich ja auch auf Malta angesiedelt. Spitch selbst behauptet, dass Unternehmen das würde aus Malta operieren, um einfacher in weitere EU-Märkte expandieren zu können. Laut Dr. Müller fehlt bei solchen Mischformen aus Videospiel und potenziellen Glücksspielelementen momentan eine klare Einordnung in Deutschland, um die Spieler zu schützen. Eine Form von Einordnung und von Regulierung braucht es einfach. Das zeigen ja jetzt schon die Patientinnenzahlen, die wir haben, dass es immer mehr Personen mit einer Computerspielsucht gibt, die sich aber eben auch finanziell zusätzlich zur Lebenszeit noch ruinieren. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall auf so einer politischen Ebene, auf so einer juristischen Ebene, da ja auch so ein bisschen eine Ansage. Spitch hat eine Seite auf ihrer Homepage und in der App namens Bewusstes Spielen. In der geht es um Online-Spielsucht und keineswegs um Glücksspielprobleme. Bereits die allgemeinen Grundsätze haben... Was findet ihr denn, Chat? Findet ihr, dass... Also werdet ihr in irgendeiner Art von irgendeinem Glücksspiel süchtig? Also gibt es irgendwas, wo ihr viel Geld reinsteckt? Gruß und Kuss. Wo ihr sagt, boah, nee, ich hab das nicht mehr unter Kontrolle? Ja, hier zusammen. Das ist auch immer Glücksspiel, ob der Stream jetzt tatsächlich, ob sich der Sub auch gelohnt hat diesmal wieder, ne? Klamotten höchstens. Mario Kart. Was? Wie Mario Kart? Hallo. Früher Skins, oh ja. Aber einen gewissen Beigeschmack. Zahle kein Geld ein, das du für den Lebensunterhalt und die Erfüllung deiner finanziellen Verpflichtungen benötigst. Leih dir kein Geld oder nimm Kredite auf, um Spitch zu spielen. Man kann sich als Spitch-Süchtiger auf der Seite sogar Hilfe holen. Es gibt freiwillige Einzahlungslimits oder die Möglichkeit, sich selbst für ein paar Tage oder sogar auf unbegrenzte Zeit vom Spiel auszuschließen. Spitch nutzt nach Angaben uns gegenüber eine Software, die das Spielverhalten aller Nutzer erfasst. Problematisches Spielerverhalten wird in drei Gruppen unterschieden. Je nach Gruppe gibt es Hinweise auf das Verhalten der Spieler, die Teilnahme bei Spitch wird limitiert. Boah, CSGO habe ich aber auch ultra gegambelt, Chat. Damals die Kisten aufgemacht, die Knives gezogen, verkauft im Shop, wieder neue Kisten geholt. Bruder, ganz schlimm. Oh, eine Sache haben wir noch vergessen. Da habe ich wirklich am Brot genannt. Spitch gibt es auch in Großbritannien. In dem Land werden Daily Fantasy Sports schlicht als Glücksspiel gewertet. Ein Firmenableger von Spitch mit Sitz in Altrincham bei Manchester hat eine Lizenz der britischen Glücksspielkommission. Entsprechend hat die britische Spitch-Seite ganz andere Formulierungen als die deutsche und sie hat andere Logos und Warnhinweise. Dazu schreibt Spitch, die Verlinkung dieser Hilfsorganisationen für Süchtige seien in Großbritannien Teil der gesetzlichen Anforderungen und GameStop und BeGambleAware würden für den deutschen Markt keinen Sinn ergeben, da beide Firmen sich ausschließlich auf den UK-Markt konzentrieren. Fair enough, aber man hätte für den deutschen Markt ja einfach alternative Anbieter einbauen können. Spitch entgegnet außerdem, man werde in Großbritannien nicht als Glücksspiel eingestuft, weil das Wort Gambling nicht gleichbedeutend mit dem deutschen Wort Glücksspiel sei. Die entsprechenden Lizenzen von Spitch würden nicht zu typischen Glücksspielen wie zum Beispiel Casino berechtigen. Es handle sich vielmehr um eine Kategorie von Spielen, bei der Teilnehmer Geld einsetzen und Geld gewinnen können. Naja, unter die Pool-Betting-Lizenz des britischen Spitch-Ablegers fallen auch Dinge wie Pferdewetten. Und die britische Glücksspielkommission schreibt zu Gambling explizit, viele Menschen gambeln gerne. Für einige Menschen birgt Gambling allerdings ernsthafte Risiken und kann sowohl direkt als auch indirekt verheerende Schäden verursachen. Entsprechend ist es eine der Kernaufgaben der Behörde, Kinder und anfällige Menschen vor solchen Schäden zu schützen.
Spitch wird also mit dem gleichen Spielprinzip wie in Deutschland in einem anderen Land klar als etwas potenziell Gefährliches eingestuft, das reguliert werden muss. Wir haben auch Jürgen Klopp, Elias und die Bundesliga um Stellungnahme gebeten. Wir haben bisher keine Antworten erhalten. Klar, wie immer. Daily Fantasy Sports sind eine globale Mega-Industrie, die von Jahr zu Jahr weiter wächst. In Indien treiben solche Angebote augenscheinlich Video- und Glücksspielsucht in die Höhe. Die Industrie und andere Videospiel-Glücksspiel-Mischformen müssen besser reguliert werden. In Deutschland fehlt es eindeutig an einer klaren rechtlichen und politischen Einordnung, während Spitch sich in einem anderen Land bereits ohne Wenn und Aber einer Behörde unterordnen muss. Nicht das Angebot von Spitch als solches ist ein Problem. Der Firmensitz auf Malta ist eines. Die Art, wie es vermarktet wird, die Geldgeilheit und sich selber für Sachen zu verkaufen, ist auch ein Problem. Weil es würde so etwas nicht existieren, wenn Leute einfach nur Geld mit Sachen machen wollen, eine Idee durchsetzen wollen, die aber abhängig macht, den Leuten dauerhaft schaden wird. Das ist einfach ein unfassbar großes Problem. Spitch wehrt sich mit aller Macht dagegen, irgendwie mit Glücksspiel und den entsprechenden Risiken für Nutzer in Verbindung gebracht zu werden. Aber alleine die Gruppierungen der Risikonutzer und der mögliche permanente Ausschluss sprechen doch eine ganz andere Sprache. Das Unternehmen selbst warnt davor, sich kein Geld zu leihen oder Kredite aufzunehmen, um Spitch zu spielen. All das wäre wohl kaum nötig, wenn Spitch harmlos wäre und süchtige Spieler nicht finanziell enorm schädigen könnte. Eben, allein, dass man schon diese Regeln aufstellen muss, heißt ja schon, wie gefährlich das ist. Dazu das ständige Pochen auf Skill. Mit euren Fußballkenntnissen, wenn ihr es richtig macht. Elias bewirbt Spitch als führender Fußball-Influencer an eine mutmaßlich junge, männliche Zielgruppe. Dabei bietet er Startguthaben, erwähnt augenscheinlich an keiner Stelle die potenziellen Risiken und betont, wie sehr man es als Spieler in der Hand habe und wie einfach es mit etwas Skill sei, echtes Geld zu gewinnen. Besonders Letzteres verleitet laut einem führenden deutschen Suchtexperten möglicherweise noch eher dazu, spielsüchtig zu werden. Dann kannst du aber auch alle Alkoholhersteller anprangern. Naja, ich mache auch keine Werbung mit Alkohol. Es ist für mich auch immer so eine Sache, es ist mir scheißegal, was Menschen machen. Wenn du Alkohol trinkst, trink Alkohol. Ist mir scheißegal, ist dein Ding. Wenn du Glücksspiel machen musst, dann spiel Glücksspiel. Wenn du rauchen willst, dann rauch. Ist mir scheißegal, es geht da nur um mich. Und ich persönlich trinke kaum bis gar keinen Alkohol. Ich nehme keine Drugs und ich mache auch kein Glücksspiel. Also werde ich auch nicht dafür Werbung machen. Ich mache auch keine Werbung für Fastfood. Das sind einfach so Dinge, wenn ich das jetzt tun würde und ich würde das nur für Geld machen, weil mich das Geld geil macht, und es aber nichts mit meinen ethischen Werten zu tun hat und ich darauf scheiße, dann finde ich das einfach super sozial schwach, menschlich schwach. Und das ist einfach ein Fakt. Wenn du jetzt natürlich, wenn du Alkohol genießt und du bist ein Enjoyer von Alk, dann meinetwegen mach dafür Werbung. Ich find's trotzdem nicht fein. So, ich find's trotzdem nicht respectable oder cool. So. Ist so. Naja. Genauso wenig finde ich es cool, wie zum Beispiel auch Shirin David jetzt Werbung für Macis macht. Das sind einfach so Sachen. Und ja, wird vielleicht passen, weil Shirin auch sonst zu Macis geht und keine Ahnung was macht. Aber ich feiere es nicht. Überhaupt nicht. Wie die Bundesliga. Es geht dann nur ums Geld. Nur ums Geld. Erschließt sich uns nicht. Auch wie Jürgen Klopp sich als eine der bekanntesten Figuren im deutschen Fußball im Angesicht aller Umstände dazu bereit erklärt hat, als Gesicht der App aufzutreten, ist für uns einfach unverständlich. Fußball soll für fairen Wettbewerb stehen. Der Sport soll Menschen vereinen und Spaß machen. Daily Fantasy Sports Angebote sollten diese Grundsätze nicht unterwandern und verderben. Ja, Mann. Cheers. Wie Oli Kahn mit Tipico. Tipico, auch ganz schlimm, Chat. Auch ganz schlimm. Find's auf jeden Fall gut, dass ihr das so auch so seht, Chat. Und dass ihr da nicht drinsteckt. Und dass ihr da jetzt nicht irgendwie versucht, sowas in Schutz zu nehmen. Weil da gibt es actually nichts. Also es ist auch ein gutes Video mal wieder. Simplicissimus beweist mal auch wieder die Wokeness. Ist gut. Ist gutes Video. Wichtiges Video.